Da ist schon wieder die Hälfte der Woche um. Kinder, wie die Zeit vergeht. Aber in der nächsten Stunde, da werden wir ein bisschen die Zeit anhalten bzw. wieder viele interessante Dinge Ihnen nach Hause transportieren. Und zwar mit Hilfe von Katharina Heilen, eine sehr, sehr junge, muss man wirklich sagen, Frau, die heute zu uns ins Studio gefunden hat, 23 Jahre alt, aber schon ziemlich erfolgreich. Mit was du erfolgreich bist, darüber werden wir uns heute unterhalten, denn es geht natürlich schon auch um Stärkung, es geht schon auch darum, Menschen Mut zu machen, im Leben einiges erreichen zu können, und du als Bloggerin möchtest eben mit deinem Blog darauf aufmerksam machen. Aber nicht nur das haben wir heute für Sie, sondern wir haben Neuigkeiten aus dem monegastischen Königshaus, aus der Fürstenfamilie. Prinz Albert und Charlene feiern ja Hochzeitstag. Und unser Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe hat erzählt, da gibt es einige spannende Geschichten zu erzählen. Und wir nehmen Sie heute mal mit nach Hause zu Stefanie Gralewski. Wir waren ja im Februar für Sie unterwegs mit Leichter Leben on Tour, haben einige unserer Berater besucht, unter anderem unsere mystische Hexe Stefanie Gralewski. Und ob die so mystisch in ihrem kleinen Hexenhäuschen wohnt oder doch ein bisschen anders, das werden Sie heute alles noch erfahren und kennenlernen. Jetzt aber erstmal Katharina Heilen. Du heilst Menschen, der Name spricht ja schon Bände dafür. Du bist Bloggerin. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor. Also was bloggst du denn? Genau, also ich bin Katharina, Bloggerin aus Düsseldorf, und mein Hauptthema ist Female Empowerment. Und unter Female Empowerment versteht man, ja, dass sich Frauen persönlich, aber auch gegenseitig zusammentun und einfach, ja, Netzwerk bilden. Genau, ein Netzwerk bilden und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Das ist mir bei dem Begriff Female Empowerment immer ganz wichtig, dass eben die Frauen, merken, es ist wichtig, so sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich Ziele zu setzen, die Ziele auch zu verfolgen, aber das eben nicht immer nur alleine. Also klar muss man alleine daran glauben, man muss alleine auch die Arbeit machen, aber man ist eben nicht alleine gelassen. Es gibt ein riesen Netzwerk von Frauen, die genauso denken, die ähnliche Ziele haben oder die weiterhelfen können, und so kann man sich eben auch ganz, ganz gut zusammentun, und dafür möchte ich eben auch eine Plattform schaffen, dass sich die Frauen, die große Ziele haben, sich auch finden und vernetzen können und da dann eben, ja, gemeinsam den Weg gehen können und nicht alleine. Jetzt bist du junge, 23 Jahre alt, also das ist natürlich schon noch ein Alter, wo man sagt, Mann, du steckst ja selber noch in der Entwicklung, nimm's mir nicht böse, ja. Ich war auch mal 23 und sage immer, so angefangen wirklich Frau zu werden, ist ein bisschen später losgegangen, so um die 30 oder so. Da wusste ich schon, wohin ich will. Da wusste ich schon irgendwie, die 20er Jahre, die habe ich hinter mir gelassen. Also für wen ist jetzt der Blog etwas? Für die jungen Frauen oder für jede Generation? Eigentlich für jede Generation. Und ich freue mich, dass du das ansprichst, weil ich bin 23 und ich stecke noch mitten in meinem Weg und weiß selber manchmal nicht genau, in welche Richtung soll es jetzt gehen, wo will ich genau hin. Also klar habe ich meine Vorstellung, meine Ziele, aber es bewegt sich halt alles ständig. Und deswegen ist es eben auch so schön, wenn viele Frauen auch aus verschiedenen Altersgruppen dabei sind, um sich halt gegenseitig dann zu unterstützen. Also von Jüngeren vielleicht neue Impulse zu kriegen, auch was die Social-Media-Kanäle angeht, genau, dass man sich dann so gegenseitig austauschen kann, aber die Jungen eben auch von etwas älteren Frauen total profitieren, weil da eben die Erfahrung, wie du schon sagtest, vorhanden ist. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Wie stellst du dir dieses Netzwerk vor? Denn jeder ist ja auf der einen Seite trotzdem ein bisschen anonym mit seinem Instagram-Account. Das heißt, jeder macht ja das, was er für richtig hält, jeder postet seine Bilder, die er schön findet, aber eine Gemeinsamkeit da herzustellen, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Ja. Dafür habe ich zum Beispiel eine Facebook-Gruppe gegründet, dass sich eben die Frauen auch wirklich in einer geschlossenen Gruppe, also da hat keiner Zutritt, wenn ich vorher nicht auf Bestätigen drücke, dass man da eben auch vor allem auch unter Frauen bleibt, dass da dann vielleicht Themen auch angesprochen werden, wo man sich vielleicht eher ein bisschen schämt, das anzusprechen, oder ja, oder einfach vielleicht nicht unbedingt schämen, aber wo es einfach so in so einer geschlossenen Gruppe bleiben soll. Und deswegen gibt es eben die Facebook-Gruppe, aber auch bei Instagram. Man kennt sich irgendwann schon. Also es gibt einige, die folgen mir dann zum Beispiel anonym und ich kriege davon gar nicht so viel mit. Die lesen dann vielleicht meine E-Mails, meinen Blog, meinen Content auf, also meine Videos zum Beispiel bei Instagram. Aber es gibt auch viele, die sich dann auch trauen, rauszugehen und sich dann auch unter Bildern zum Beispiel vernetzen und sich auch kennen. Mhm. Und dadurch entstehen ja, auch also größere und kleinere Grüppchen, dass man sich auch mal persönlich treffen kann und nicht nur in den Social-Media-Kanälen unterwegs ist. Mit welchen Themen beschäftigst du dich? Also am liebsten oder das große Thema ist eben Female Empowerment, aber dazu gehören natürlich ganz viele Themen. Einmal auf der persönlichen Ebene, zum Beispiel Selbstliebe oder auch Motivation, Glaubenssätze, was hilft mir wirklich voranzukommen und was hilft mir auch nicht, was kann ich vielleicht loslassen und ablegen, aber auch ja, vielleicht auch das Thema Geld und Selbstbewusstsein, Ängste auflösen, all die persönlichen Themen und dann eben die Themen, die eine ganze Gruppe betreffen, also dass den Zusammenhalt stärken, wie baue ich jetzt eine Community auf oder wie netzwerke ich auch richtig oder wie pflege ich auch Freundschaften, so ganz einfache Dinge. Genau, es geht nicht nur um Instagram, sondern es geht wirklich um Alltagstipps. Also es geht um Tipps, die uns eine 23-jährige junge Frau gibt. Wie kommst du dazu? Also warum hast du dich mit deinen jungen Jahren schon mit solchen spirituellen Ideen natürlich auch auseinandergesetzt? Also du sagst ja diese Schlagwörter, die wir alle kennen. Wir brauchen Selbstvertrauen, wir müssen uns stark machen, wir müssen füreinander da sein. Eigenliebe ist ja auch so ein gewisses Thema, wo du sagst, auch da benötigen ganz viele Stärke. Ja, es gab so zwei Wege. Zum einen gab es ein Buch, das ich gelesen habe, da war ich glaube ich 13 oder 14, das heißt #Girlboss von einer US-Amerikanerin, die ihr eigenes Unternehmen gegründet hat. Und das hat mich damals so doll in den Bann gezogen, dass ich es gar nicht zu Ende gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das einige kennen. Es ist ein bisschen verrückt, aber wenn das Buch so toll ist, dann traue ich mich nicht, das zu Ende zu lesen. Weil du Angst hast, dass es irgendwann zu Ende geht. Weil ich das so schade finde, dass es zu Ende geht. Und dann also ich kenne das, dass ich immer anfange, langsamer zu lesen, weil man irgendwie aber das Schlusskapitel würde mich dann trotzdem noch interessieren. Ich habe es dann tatsächlich über mehrere Jahre ganz weggestellt in meinen Schrank, bis es mir dann wieder in die Hände gefallen ist und ich dann immer noch genauso begeistert, wenn ich noch mehr begeistert war davon. Und damit fing das eigentlich alles so an. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und gesehen, dass es ja, diese Bewegung auch von Frauen auch unter dem Begriff Girlboss gefasst, also junge Gründerinnen, aber auch nicht unbedingt Gründerinnen, auch Mütter. Also ja, ganz viele Frauen eben sich unter diesem Begriff sammeln und auch eine Community gebildet haben. Und das fand ich halt total interessant. Aber es gab vor 2, 3 Jahren habe ich angefangen, da gab es das noch gar nicht so sehr in Deutschland, hatte ich das Gefühl, also zumindest nicht auf den sozialen Kanälen. Und dann fand ich es halt so interessant und so spannend, dass ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie auch mal nach Deutschland bringen, in Anführungszeichen, oder auf Deutsch auch mal darüber zu sprechen, weil ich wusste, es gibt diese Frauen, die sich dafür auch interessieren, nur ich kannte sie noch nicht. Und deswegen habe ich dann eben auch den Blog gegründet und angefangen, darüber zu schreiben. Und genau, der zweite Aspekt war, warum mich das vielleicht auch so in den Bann gezogen hat, ist, dass mein Papa sehr schwer krank geworden ist. Das war jetzt mittlerweile schon vor 10 Jahren. Und immer wenn sowas passiert, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, wenn man als Familie und auch persönlich so sehr wachsen muss und zusammenwachsen muss, prägt einen das natürlich immer ein bisschen. Und mir haben dann halt ja, so typische Sachen nicht mehr weitergeholfen. Also die Wissenschaft in Anführungszeichen, da gab es einfach nichts, was mir so richtig geholfen hat. Also da kannst du ja nicht einfach eine Pille schlucken und dir geht's gut. Also gibt es vielleicht auch, aber es ist ja nicht das Allheilmittel. Und dann habe ich nach anderen Wegen gesucht und habe dann auch ja, also mich sehr viel weitergebildet und im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, auch ein bisschen der Spiritualität nach Wegen gesucht, dass ich da heil rauskomme und dass es mir wieder gut geht, dass es meiner Familie gut geht, dass ich die Situation annehmen kann. So kam das eigentlich. Du lebst natürlich trotz alledem ein ganz normales Leben, wie es für eine 23-Jährige sich auch gehört. Das heißt, du machst natürlich auch Party, du bist im Moment in Berlin, obwohl du aus Düsseldorf kommst. Wir haben gerade die Fashion Week, das heißt, Mode interessiert dich. Es sind natürlich auch klassische Frauen-Mädchen-Themen, die du annimmst, aber natürlich schon auch ein sehr, sehr großer Weitblick hingehend, was dein Leben anbelangt. Da kann natürlich nicht jeder 23-Jährige oder nicht jede 23-Jährige mithalten. Genau, das war auch der Grund, warum ich das so ein bisschen verbinden wollte, die Themen. Also mich interessieren Mode, Beauty, Lifestyle, das interessiert mich total. Manchmal fehlt mir halt eben dieses bisschen Tiefgründige, dieses ein bisschen Weitergedachte. Und genau da wollte ich eben drauf eingehen, weil ich weiß, ich kann mit jungen Mädels connecten und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die irgendwie ein Schicksal zu tragen hat. Also es gibt sicherlich junge Mädels, die vielleicht selber krank sind, die einfach andere Schicksale, also jeder hat ja einfach so seine Geschichte und manchmal trifft es einen eben auch schon, wenn man ziemlich jung ist und das weiß ich einfach, dass es halt so ist und deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen ich selbst zu bleiben, jung zu bleiben, auch mich, also trotzdem nicht von Themen wie Mode, also auf also oberflächlichen Themen wie Mode und so abzuwenden, das möchte ich überhaupt nicht, weil ich das einfach immer noch bin. Das gehört zum Erwachsenwerden auch dazu. Genau. Es gehört natürlich auch dazu, da natürlich auch das ein oder andere sich anzugucken und gut zu finden oder eben nicht ganz so gut zu finden. Es ist ein Trend, also es ist mir in den letzten Jahren schon aufgefallen, dass es ein Trend ist, dass Frauen sich verbünden, also dass es eben wirklich solche Treffen gibt. Wir haben den Weltfrauentag, der schon deutlich macht, dass es eben immer noch an der Zeit ist, dass Frauen Unterstützung brauchen. Wir haben einen Gast neulich mal begrüßt, die hat einen Victress Award ins Leben gerufen, also auch tolle Frauen, die ihren quasi Mann stehen, ausgezeichnet in vielen, vielen Bereichen, wo es um Start-ups geht oder wo es eben auch um Unternehmerinnen geht. Und es ist, finde ich, fast schon so, als würde man die Männer ein bisschen ausgrenzen. Aber das ist nicht euer Ziel, oder? Genau, absolut nicht. Und das versuche ich auch immer wieder zu betonen. Deswegen danke für diese Frage. Absolut nicht. Also ich glaube, es ist sogar umso wichtiger, Männer dabei nicht auszugrenzen. Also ich glaube, wir brauchen einfach beide Seiten. Wir brauchen bald irgendwann, wenn es so weitergeht, auch einen Weltmännertag, damit die plötzlich auch wieder in ihre Emanzipation kommen. Ja, ich glaube einfach, wir brauchen ein bisschen mehr Gleichgewicht. Also wir brauchen nicht nur eine Seite. Würden jetzt Frauen an die Macht kommen, so gesprochen, wäre das, glaube ich, auch nicht gut. Ich glaube, so wie jeder Mensch auch eine weibliche und eine männliche Seite in sich trägt, braucht auch die ganze Welt einfach dieses Gleichgewicht von weiblich-männlich. Wenn die eine Seite aber überhand nimmt, ist das nicht gut. Aber egal welche Seite, ob das jetzt die weibliche oder männliche ist, ich glaube, wir brauchen einfach beide Seiten. Und deswegen, also schön, dass du es sagst, deswegen, Männer sind in diesem, bei diesem Thema auch überhaupt nicht ausgegrenzt. Mhm. Also es ist einfach, ich versuche immer, die weibliche Seite so ein bisschen hervorzuheben, damit sie nicht ganz untertaucht. Aber die männliche Seite ist da und die soll auch da bleiben. Und am schönsten ist es natürlich, wenn wir uns am Ende alle verbinden. Ich kriege auch lustigerweise immer wieder Nachrichten von Männern, so, warum sprichst du denn nur Frauen an? Das sind doch alles Tipps, die können doch auch Männer gebrauchen. Und das finde ich immer total schön, weil, ja, weil dann irgendwie sich Männer gar nicht davon abgestoßen fühlen, dass jetzt irgendeine Frau, eine junge Frau dann Tipps gibt und ja, einfach so ein bisschen ihre Geschichten erzählen. Naja, weil das sind Geschichten, die natürlich nicht nur Frauen bewegen, sondern das sind Erfolgsgeschichten. Das heißt, das ist heute in Zeiten der Start-ups natürlich immer wichtig, dass wir Vorbilder haben, dass wir neue Wege gehen können, dass wir uns auch trauen, neue Wege zu gehen. Und wir werden nachher mal auf deinen Blog gucken, denn da steckt sehr, sehr viel Aussage dahinter. Da stellst du starke Frauen, starke Persönlichkeiten vor, was hier im Leben auch wichtig ist. Wohin deine Reise dann noch irgendwann mal gehen wird, auch das wird ein Thema sein. Also bleiben Sie bei uns, aber jetzt reisen wir erstmal ein bisschen mehr Richtung Frankreich, denn wir wollen mal zu den Monégassen gucken und da ja, hin zu unserem Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe, denn der bringt ein paar Informationen aus Monaco mit. Hochzeitstag, wird der denn heute so richtig schön und groß gefeiert, mein Lieber? Ich grüße dich. Ja, hallo, hallo, meine Lieben. Ja, es ist so, dass wir natürlich in Monaco mal wieder Hochzeitsjubiläum feiern. Und das ist natürlich schon ein besonders spektakuläres Land mit einem sehr, sehr berühmten Fürstenhaus. Ich glaube, Fürst Albert von Monaco, der Sohn von Fürst Rainier ist, vom legendären Fürst Rainier. Und Grace Kelly, dem Hollywood-Star, die ja dann als Fürstin Grace in die Geschichte ein, den kennt jeder. Und dass der natürlich genau im Anfang Juli seine wunderschöne, fantastische Fürstin geheiratet hat, Fürstin Charlene von Monaco, das wird dort richtig gefeiert. Und ein paar Facts zu den Monégassen, die muss ich jetzt schon noch dazu sagen. Und zwar, Fürstin Charlene war eine Olympiaschwimmerin, eine Top-Athletin. Er ist ein absoluter Sportfanatiker. Daten tun sie sich seit 2006. Und diese große Hochzeit, die wurde dann eben 2010, also so 4 Jahre nach der Beziehung, bekannt gegeben. Und dann im Jahr 2011 war es soweit. Also vor 8 Jahren haben die zwei dann wirklich Ja gesagt, zum einen im Schloss und zum anderen dann mit dem Erzbischof in der großen Kathedrale. Also das war ein opulentes Fest. Und dann in der Timeline, wenn wir weitergehen, 11 diese opulente Hochzeit, wo wir jetzt Jubiläum feiern. Und dann 14 diese freudige Überraschung. Endlich gibt es eine Thronfolge in Monaco. Und zwar, zwei Kinder waren ja Zwillinge, Jacques und Gabriella, und das Mädchen ist zuerst gekommen, die Prinzessin, und dann gleich der kleine Jacques. Und nach der klassischen monegassischen Thronfolge ist der erstgeborene Mann, also das ist dann der Jacques, der Kronprinz, und der hat jetzt quasi das Amt eines Kronprinzen inne, auch mit seinen nur für 4,5 Jahren jetzt alt, ist der schon Kronprinz vom Fürstentum Monaco, weil sein Vater ja der Regent ist. Also, was man aber wirklich auch sagen muss, es ist ja auch ein Königshaus, was sehr, ich würde nicht sagen, dass es ruhig geworden ist, aber früher hat man schon auch so aus Monaco das ein oder andere Skandalberichtchen mal gehört, aber im Hause hier wirklich von Prinz Albert und Charlene scheint alles irgendwie ganz gut zu funktionieren. Also was du jetzt sagst, das finde ich besonders schön. Du sagst genau das, was mir auch jeden Tag auffällt. Wir hören eigentlich nur Nachrichten, dass die gut für Volk arbeiten. Monaco boomt, dass sie Sport fördern, dass sie für Menschen mit Behinderung da sind, dass sie für die Kinder da sind. Zum Beispiel die Fürstin Charlene ist in der ganzen Welt unterwegs, dass Kinder, die in Küstenregionen wohnen, wirklich schwimmen lernen, um eben auch sicherer zu sein, wenn sie in der Nähe vom Strand spielen, wenn sie angezogen werden von der Magie des Wassers, dass die halt auch wirklich solide schwimmen lernen. Ist der Schwimmerin wichtig, dann geht sie in Waisenhäuser, Fürst Albert unterstützt, macht ein grünes Land aus Monaco, da sind nur mehr Elektroautos jetzt unterwegs und schrittweise werden die Rennboliden quasi von den Elektroautos verdrängt und alles hat grüne Dachgärten und Solarzellen, weil es ist ja nicht sehr groß, das Fürstentum, aber er schaut, dass es sehr ökologisch ist, sehr grün. Und man hört diese ganzen positiven Dinge viel mehr als Klatsch und Tratsch. Du sagst es, es ist richtig ruhig geworden, so auf der persönlichen Sphäre, sehr familiär, sehr privat, sehr korrekt und was rauskommt, sind eigentlich Arbeitsleistungen, was die beiden für ihr Volk machen. Und das ist ganz bemerkenswert. Das ist eines der führenden Königshäuser mit einem sehr, sehr guten Ruf, muss man wirklich sagen. Ja, absolut. Da hören wir immer mehr Nachrichten aus dem englischen Königshaus und da wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz hinblicken, denn am kommenden Samstag, mein Lieber, da steht ja auch was an, nämlich die Taufe vom Archie. Allerdings ist noch gar nicht richtig raus, wer denn der Taufpate werden soll. Also ich bin ja fest vom Prinz William ausgegangen. Ja, also es ist ja so, bei so einer royalen Taufe gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man geht jetzt einen amerikanischen Weg nach der Herzogin Meghan und sagt, man sucht sich einen Taufpartner aus. Aber die Royals haben es ein bisschen einfacher, weil die klassische Royal-Tradition, die erlaubt mehrere Taufpaten. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir da, wie du jetzt vorgeschlagen hast, den Prinz William sehen, weil das natürlich naheliegend ist. Und der Bruder, das sind zwei beste Kumpels, nicht nur Brüder. Er wird der zukünftige König. Zum anderen aber könnte man noch hinzufügen, um den sehr gemunkelt wird, mit George Clooney. Der hat nämlich am selben Tag Geburtstag mit der kleinen Archie und ist ein guter Freund von Prinz Harry und seiner Herzogin Meghan. Das heißt, wenn man die beiden zusammenfügt, dann haben wir quasi Hollywoods Prinz, König, George Clooney und dann noch den zukünftigen König von England, den Prinz William. Also das wäre eine tolle Kombination und das ist möglich. Diese Taufe wird ja in Windsor stattfinden. Die zwei wohnen ja quasi nur ein paar Fußschritte daneben in dem Frogmore Cottage, das ja sehr schön renoviert wurde. Und jetzt gab es eine Riesendiskussion in England aus folgendem Grund. Dieses Wohnhaus, dieses Palasthaus wurde für 2,7 Millionen Euro renoviert auf Staatskosten, Kosten der Krone. Und gleich danach haben aber Meghan und Harry gesagt, wir wollen eine sehr, sehr private Taufe. Das haben die Engländer gesagt, ist noch okay. Aber dann haben die auch gesagt, wir wollen nicht mal das offizielle Fotoshooting, wir gehen einfach auf Instagram und stellen dort das Foto online. Das finden wir noch viel schicker. Und dann haben die Engländer ganz böse kommentiert, das wollen wir gar nicht, wir haben euer Haus renoviert, wir wollen auch die offiziellen Fotografen und den Fototermin. Da gab es viel Wirbel, jetzt bin ich gespannt, ob die das weiter so durchsetzen können, dass die wirklich auf Instagram mal so einen Schnappschuss posten und nicht nicht den offiziellen Weg gehen, wie wir es von Williams Kinder kennen. Prinz Williams Kinder wurden nämlich mit Fototermin vorgestellt, auch offiziell der Weltpresse. Aber ich bin viel mehr gespannt, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber ich bin natürlich viel mehr gespannt, welche Promis da am Samstag wieder auflaufen, weil dann kann man sich ja wieder bei Instagram freuen, denn die haben ja auch während der Hochzeit ein paar ganz private Bilder gepostet und vielleicht kriegen wir da ein bisschen was zu sehen. Also mal die ganzen Suits-Darsteller verfolgen und vielleicht sind die auch vor Ort und dann kriegen wir die besten Einblicke bestimmt. Oder George Clooney folgen. Ja, was du sagst, das ist richtig. Hoffentlich sind viele Promis eingeladen und gerade die Hollywood-Promis, die haben ihr Handy immer parat, die haben diese riesen Instagram-Accounts mit Millionen und deshalb wollen wir da auch gerne viele Fotos sehen. Eine Sache noch zum Schluss, die interessiert mich, denn da haben wir heute eine Nachricht gehört und du bist doch im Hause Klum quasi auch irgendwie zu Hause. Das bedeutet, angeblich haben Heidi und Tom bereits geheiratet im Februar. Weißt du da was von? Also der Günther Klum ist ja der Chef meiner Agentur Wohnungsmanagement, wo ich vertreten bin. Und das ist ja ganz, ganz eine spannende Sache. Da muss ich gleich anrufen und fragen, was da genau ist. Also du hast also auch noch keine Informationen, ob da was dran ist oder ob es nur eine Sommerente ist, die gerade irgendwie nach oben geploppt ist. Wir werden es verfolgen, also wir werden es herausfinden. Ja, persönlich ist die Heidi Klum eine der liebsten und herzlichsten Menschen, die ich überhaupt kenne in dem ganzen Entertainment. Und ich wünsche so viel Glück und Freude und das schönste Liebesleben und die beste Hochzeit der Welt. Also je früher, desto besser, kann ich Ihnen nur sagen, weil die haben richtig Spaß. Kann ich mich wirklich nur anschließen. Ich bin auch ein großer, großer Heidi Klum-Fan und freue mich, dass die hoffentlich mit dem Tom ihr Liebesglück gefunden hat. Mein Lieber, du nimmst uns heute mal wieder mit, Astro Royal technisch auf unserer Facebook-Seite. Das heißt, da gibt es wieder ein kleines Filmchen. Worum geht's denn? Ja, ich zeige mal so ein bisschen, wie das an diesem Hollywood Red Carpet zugeht, was da so los ist und wie das funktioniert, weil das ist ja etwas, was jetzt auch nicht unbedingt jeder so miterlebt und das möchte ich mal ein bisschen offenbaren, wie das funktioniert, wie man da so hinkommt, was man da so macht. Ich glaube, das ist ganz spannend, da mal ein bisschen teilzuhaben. Der rote Teppich, der ist immer spannend. Ich sage herzlichen Dank, schön, dass du heute wieder bei uns warst. Genieße die Zeit und sei fleißig bei Questico, denn da wird man dich wahrscheinlich auch wieder erreichen können. Falls Sie Fragen haben, können Sie auch mit unserem Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe natürlich Kontakt aufnehmen. Die herzlichsten Grüße, genau, mein Lieber. Bis hier im Astro Royal Studio. Ja, genau, sieht sehr, sehr schön aus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht gibt es da ja schon von den Klumps ein paar Neuigkeiten. Bis dahin. Und ich kann es kaum erwarten. Alles Liebe. Alles Liebe, unser Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen und dann wollen wir uns noch ein bisschen weiter mit Katharina Heilen über Social Media, über Stärkung, über Selbstvertrauen unterhalten. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iazetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iazetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iazetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. So, Leichter Leben ist natürlich nicht ein reines Frauenmagazin, aber natürlich beschäftigen wir uns ganz oft mit den Themen, die Frauen auch interessieren, die Frauen stärken, die Frauen Kraft geben sollen. Denn es ist ja nun mal so, im spirituellen Bereich, da sind es natürlich die Frauen, die vielleicht ein bisschen offener sind, die vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr auf die Hilfe oder die Hilfe auch ein bisschen besser annehmen können. Wir haben viele Frauen, die andere Frauen stark machen möchten. Neulich hatten wir Franziska Muri zu Gast. Die hat ja auch ein wunderbares Buch geschrieben. Da geht es nämlich um Selbstfürsorge. Die 7 Geheimnisse des liebevollen Umgangs mit einem selber. Und wir dachten, es passt heute ganz gut in die Sendung herein. Deswegen können wir heute nochmal die frohe Botschaft mitteilen, dass wir dieses schöne Buch verlosen. Sie können heute nochmal diese Geheimnisse lüften. Allerdings wie immer verbunden mit einer wahnsinnig schwierigen Frage. Wir wollen heute von Ihnen wissen. Katharina Heilen, die spricht heute über A, die Generation Girl Power oder B, die Generation Golf. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, du sprichst mit der Generation Golf über die Generation Girl Power. Über die bekannten Telefonnummern sind wir zu erreichen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. 18 Jahre sollten Sie sein. Und Sie haben noch ein paar Minütchen Zeit mitzumachen an der Verlosung. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Generation Girl Power, das ist schon eine neue Generation, eine neue Bewegung von jungen Frauen, die sich da auch gefunden haben. Du hilfst aber nicht nur den Girl Power Mädchen, also den jungen Frauen, sondern du möchtest generell den Frauen helfen, sich zu vernetzen, sich zu verbinden, sich auszutauschen, denn in der Gruppe, gemeinsam, ist man natürlich immer ein bisschen stärker, oder? Genau, so sehe ich das auch. Deswegen habe ich ja schon die Facebook-Gruppe eben genannt. Das ist eben eine Gruppe, ich glaube, jetzt sind mittlerweile über 80, 85 Mädels in der Gruppe, und aber eben nicht nur junge Mädels, sondern auch Frauen. Wir können mal drauf gucken auf deine Facebook-Seite, denn das sind ja immer so Sachen, dass viele gar nicht wissen, wo fange ich denn eigentlich an? Es gibt mittlerweile so viele Frauen und es gibt so viele Bloggerinnen und man muss sich da ja auch erstmal zurechtfinden, vielleicht mal den Anfang machen, und hier hätten Sie die Chance, wirklich mal einen Anfang zu machen und zwar mal mit Bestandteil zu sein, einer solchen Gruppe, zu gucken, gefällt mir das, vielleicht auch neue Sachen kennenzulernen, neue Gruppen vielleicht sogar auch dadurch zu entdecken. Genau, das ist nämlich auch mein Ziel, dass ich eben auch die Frauen in der Gruppe austauschen können, auch ganz abgesehen von mir. Also ich muss gar nicht immer irgendwie großartig die Moderation übernehmen, man kann auch gerne mal reinposten, hey, ist hier jemand aus Berlin, ich würde mich gerne mal zum Kaffee treffen oder so. Mhm. Also es geht auch um Kontaktpflege, aber es geht natürlich schon auch um Business, das heißt immer mehr, die natürlich auch businessmäßig durchstarten und sich gegenseitig damit unterstützen. Also alle haben ja ein Ziel, nämlich sie wollen ja schon auch selbstbewusst und erfolgreich werden. Genau. Ja, dafür gibt es auch ganz schöne Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel eine Mastermind-Gruppe, so nennen wir uns, gegründet. Das sind 4 Mädels und wir kannten uns vorher gar nicht, haben dann eben eine WhatsApp-Gruppe gegründet und tauschen uns dann über aktuelle Projekte aus, was total spannend ist, weil wir sind alle ungefähr auf dem gleichen Level im Business. Also wir starten alle gerade und so konnten wir uns immer ganz, ganz gut austauschen. Und da ist natürlich auch die Gruppe ein guter Ort, um dann eben die Frauen zu finden, mit denen man sich dann noch enger vernetzen kann. Und es ist aber auch ganz wichtig, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dass wir jetzt nicht abschrecken wollen, dass alles eben nur Social Media mäßig vonstatten geht, sondern es hat schon auch noch was mit der realen Kommunikation zu tun. Genau, das ist mir auch immer ganz wichtig, weil manchmal verliert man sich so ein bisschen in den sozialen Netzwerken und das ist doch schon eine eigene kleine Welt für sich. Aber im Prinzip geht es ja um das Leben, also um das Leben in der Realität, und das ist eben genauso wichtig, sich auch zu vernetzen oder auch einfach enge Freundinnen zu finden oder auch die Frauen, die schon im Umfeld sind, mit denen noch ein bisschen mehr in Kontakt zu treten. Das muss nicht immer über Social Media sein. Und hast du jetzt gerade auch nochmal ein Thema angesprochen, denn wenn es um die Themen geht, dann sind es Freundschaftsthemen unter anderem, die man vielleicht auch mit der besten Freundin ganz gerne bespricht. Aber manchmal oder in der heutigen Zeit ist mir sehr häufig aufgefallen, dass beste Freundinnen gar nicht mehr jeder an der Seite hat, sondern dass es eben in dieser schnelllebigen Zeit oftmals verloren geht, dass man Kontakte nicht richtig pflegt und dann steht man da und würde sich gerne austauschen, aber man hat keinen richtigen Ansprechpartner. Ja, genau, das ist mir auch definitiv schon öfter aufgefallen, dass man dann einfach viel in den sozialen Netzwerken unterwegs ist oder auch so viel seinen eigenen Kram immer erledigt und gar nicht so wirklich mehr nach links und rechts guckt. Und das finde ich auch extrem wichtig. Mhm. Es geht darum, dass man einen Zusammenhalt findet, dass Frauen sich gemeinsam stark machen können. Also deine Facebook-Gruppe haben wir schon angesprochen, auf Instagram bist du zu finden und auch auf Instagram gibst du ja schon auch die ein oder andere Motivation gerne an die Menschen weiter. Genau, super gerne. Also ich poste immer diese kleinen Quotes, das sind ganz, ganz kleine Nuggets oder so Pieces, die ich irgendwie immer so super gerne poste, gar nicht so viel Text dazu schreibe, weil die Zitate eben immer schon so viel für sich sprechen. Da muss man dann gar nicht viel zu sagen. Aber ich finde das immer selber ganz schön, sich täglich so einen kleinen Hauch an Motivation abzuholen, wenn man vielleicht mal einen Durchhänger hat, wenn man sich mal alleine fühlt, wenn man gerade in einer schwierigen Situation steckt oder einfach nur, um sich so ein bisschen Inspiration zu holen, so noch mehr irgendwie noch mehr Gas zu geben oder vielleicht auch mal mehr runterzukommen, eben das, was man gerade braucht. Und da poste ich eben immer diese Quotes und ab und zu auch mal ein kleines Video, das geht immer so um die 5 Minuten. Da gehe ich dann noch mal ein bisschen genauer auf ein Thema ein, ja, wie zum Beispiel selbstbewusster werden, was kann ich tun oder was kann ich tun, wenn ich gerade Angst habe oder wie kann ich mich irgendwie ja, sympathisch, offen, aufrichtig präsentieren. Das sind immer genau die Themen, die ich dann anspreche. Ist natürlich auch mutig, im sozialen Netzwerken sich öffentlich so preiszugeben, als junge Frau zu sagen, guckt mich an, ich gebe euch die Tipps, wie ihr es schafft, irgendwie sympathisch, euphorisch, begeisternd rüberzukommen. Das wird mit Sicherheit von dem einen oder anderen auch ein bisschen kritischer gesehen. Also wie gehst du mit denen, bei Instagram ist es ja Gott sei Dank nicht so schlimm wie bei Facebook, die Erfahrung habe ich gemacht, aber mit diesen sogenannten Hatern, diesen Stänkerern, die kannst du ja nun mal einfach auch nicht irgendwie ausschalten. Das stimmt. Also ich muss immer sagen, ich bin da total entspannt bei dem Thema. Irgendwie hat mich noch nie sowas extrem getroffen, weil ich immer denke, wenn jemand sich nicht für meine Inhalte interessiert oder wenn jemand mich nicht cool findet, was definitiv, es gibt diese Leute, also ich finde ja auch nicht jeden cool. Und dann bin ich da eigentlich immer ganz entspannt und denke mir immer, wenn du dich für meine Inhalte nicht interessierst, ich zwinge dich nicht, mir zu folgen. Guck, also du darfst mich dann gerne einfach links liegen lassen und den Personen folgen, die du cool findest. Und deswegen bin ich da eigentlich immer recht entspannt und ich sehe das auch oft so, wenn sich wirklich jemand die Zeit nimmt und mir etwas Böses schreiben will, dann frage ich mich halt immer, ist das jetzt wirklich eigentlich, ist das jetzt gegen mich gerichtet, persönlich? Oder hat die Person eigentlich vielleicht gerade selber eher ein Problem mit sich oder mit seinem Leben, ist selber vielleicht unzufrieden und ich trigger gerade nur was in dieser Person und spreche das dann irgendwie gerade an? Wahrscheinlich ist es genau das und da bist du eben auch mit deinen jungen Jahren schon weit voraus, vielen anderen gegenüber zu sagen, okay, ich lasse das gar nicht an mich ran, sondern... der ist ein bisschen unzufrieden, die ist ein bisschen unzufrieden im eigenen Leben und wirft jetzt gerade quasi den ganzen Groll auf meine Schultern ab. Und dann ist es eben wichtig, aufzustehen und sich auch mal wieder abzuschütteln. Da hilfst du den Menschen. Du bist ja hier in einem spirituellen Sender. Wir haben auch ganz viele Lebensberater, die Menschen weiterhelfen. Und ja, wo man sich auch manchmal fragt, wie leben die eigentlich? Also gerade jemand wie unsere Stefanie Gralewski lebt jetzt in einem kleinen, verwunschenen Hexenhäuschen oder ja, vollkommen anders. Wir haben sie besucht, wir waren ja mit Leichter Leben on Tour für sie unterwegs. Sie erinnern sich in unserer Umzugsphase. Ja, da haben wir pausiert mit Leichter Leben, aber doch irgendwie nicht pausiert, denn wir wollten Ihnen mal unsere Gäste, unsere Berater von der anderen Seite vorstellen. Und einmal, da waren wir bei Stefanie Gralewski zu Hause, war übrigens noch Winter. Das heißt, wundern Sie sich nicht, falls ich ein bisschen dicker angezogen bin. Wahrscheinlich trage ich sogar ein Mützchen, könnte sein. Wobei in Berlin mittlerweile auch schon wieder fast die Schweinekälte angekommen ist, oder? Ja. Viel Spaß. Leichter Leben on Tour. Wir besuchen heute mal wieder eine Beraterin ganz privat zu Hause, Stefanie Gralewski, unsere Hexe. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns da gleich so alles erwarten wird. Na, mal gucken. Ein Riesenhaus, ne? Aber Steffi scheint hier ganz allein zu wohnen. Das Schöne ist ja bei dir, dass du wirklich immer direkt vor der Tür parken kannst, ne? Absolut. Oh, aber ein Hexenbesen... Da stand ja wirklich, du musst deinen Hexenbesen immer andersrum hinstellen. Deswegen kommen wir ja zu dir, damit wir noch viele Insider-Tipps bekommen. Stefanie Gralewski empfängt uns zu Hause. Wie schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr über die Einladung. Gerne. Jetzt dürfen wir ins Hexenhäuschen mal gehen. Ja, wer bist du denn? Normalerweise hätte ich gedacht, mich erwartet eine schwarze Katze. Ja, die versteckt sich. Die mag nämlich keinen Besuch. Die ist natürlich auch da. Da klar, die heißt auch Hexe. Die Hexe, aber die Hexe hat noch ein bisschen Angst. Ja? Richtig, die kennt uns noch nicht. Flummi freut sich immer über Besuch. Flummi! Was ist das denn für ein Hund? Ein Airedale-Schnauzermix. Ah, sind es die, die auch nicht haaren? Der hart wie Sau. Der hart wie Sau. Aber genau. Süß bist du. Ja, das weiß er auch. Süß bist du. Genau. Kommt gerne rein. Sehr gerne. Man kann natürlich überall ein bisschen Stefanie Gralewski erkennen, ne? Also so das Hexenhäuschen auf modern gemacht, ja, würde ich mal so behaupten. Ich mag ja gerne die Kontraste. Genau. Aber alles sehr, sehr hell und freundlich. Mhm. Ich dachte ja am Anfang, wir kommen in so ein kleines Knusperhäuschen irgendwie, aber nein, so gar nicht. Du bist ja auch eine moderne Hexe, oder? Ja, ich finde schon. Ist für dich jetzt Hexe? Es gibt ja so ein paar, die mit diesem Wort gar nicht so richtig was anfangen können. Für dich ist es ja eigentlich schon ein Begriff der Ehre, oder? Ja, absolut. Und ich benutze ihn auch mit Absicht, damit er positiv belegt wird. Ja, genau. Seid ihr angekommen, weil ihr habt ja einen großen Umzug erstmal hinter euch gebracht. Das ist ja viel Arbeit. Ja, der ist schon ein halbes Jahr her. Ja, man sagt ja trotzdem, es dauert ja so ein bisschen, ja, bis man sich wohlfühlt, aber es war die richtige Entscheidung, oder? Das absolut, es ist eine sehr große Wohnung. Sie ist, was wir brauchen, ist ja behindertengerecht. Wir brauchen eine behindertengerechte Wohnung, also eine ebenerdige Wohnung, die haben wir hier. Wir haben ein klitzekleines Gärtchen, was in Berlin der Jackpot ist. Und es ist ganz wunderbar. Genau, der Garten, den gucken wir uns von hier drinnen mal an, denn draußen hat es wirklich in Berlin mittlerweile auch ein paar Minusgrade. Genau. Behindertengerechte Wohnung, das ist natürlich schon auch ein Thema, was für euch wichtig war, denn du hast zwei Söhne und einen Sohn von dir. Ja. Welche Behinderung, was ist das für eine Behinderung? Ja, er ist geistig körperlich schwerbehindert, also der hat eine Autismus-Spektrum-Störung und durch die Epilepsie ist er in seiner Entwicklung ganz stark verzögert und läuft daher nicht ganz so gut und daher brauchen wir eben die behindertengerechte Wohnung, eine rollstuhlgerechte Wohnung. Mhm. Genau. Der ist ja heute nicht da, der ist in der Schule. Na, um die Zeit ist er in der Schule, genau. Ja, ja. Und sag mal, das ist ja so ein Thema, wenn man das erfährt, dass man ein Kind bekommt, mit dem, wo nicht alles so gut läuft. Wie war das damals, also als du die Nachricht bekommen hast? Ja, es war halt dann so. Also das kam eigentlich erst, dass uns das richtig bewusst geworden ist, kam erst so, als er dann so 4, 5 war und das alles nicht aufgeholt hat und er immer noch ganz schlecht gelaufen ist, nicht gesprochen hat. Er ist ja jetzt inzwischen 11 und spricht bis heute nicht und wir raten immer Bedürfnisse. Natürlich, klar, haben wir ein Gefühl für unser Kind und gerade mein Mann ist mit ihm ganz besonders eng verbunden und die spüren sich auch gegenseitig, aber sagen kann das halt nicht und das war hart. Und ich hatte so einen Schlüsselmoment, als mein großer Sohn, der damals so um die, auch so 11, 12 herum war, der, ich hatte auch Tiefpunkte. Weißt du, wir sind ja hier auch Menschen, ja, und ich hatte natürlich einen Tiefpunkt, wo ich weinend auf dem Sofa saß und mein großer Sohn dann zu mir kam und sagte, weißt du, wenn die Götter das so wollen, dann müssen wir das eben so nehmen. Und dann dachte ich, okay, dann müssen wir das eben so nehmen. Ja, da merkt man wieder, dass so Kinder manchmal auch in diesen jungen Jahren, ne, die so eine Stärke eigentlich haben und wir so viel von denen auch lernen können. Weil ich kann mir schon auch manchmal vorstellen, dass es Momente gibt, wo man sagt, Mann, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch, ich lebe spirituell, ich habe doch alles richtig in meinem Leben gemacht, warum trifft mich dieses Schicksal? Ja, aber das war auf das Warum gibt es ja keine Antwort. Warum? Ich will mir da nicht den Tag mit nicht zerstören, wenn ich morgens mit einem Warum aufwache. Wir nehmen das einfach so, wie es ist, wir machen das Beste draus und dann ist es halt so. Ich finde ja so und so, ihr habt eine sehr, sehr schöne Lebensweise oder du und dein Mann auch, weil dein Mann ist wirklich der Hausmann, ne? Der ist wirklich für die Küche, für die Wohnung, für alles irgendwie so zuständig. Ich habe so einen Luxus. Ich wache wirklich, ich gehe morgens ins Büro und dann wartet da schon ein frischer Kaffee auf mich, den mein Mann dort hingestellt hat. Und das, was ich jetzt hier so sehe, hat mein Mann gebacken. Hat wahrscheinlich auch dein Mann gebacken, ganz oder? Genau. Ja, ein frischer Kuchen. Mein Mann hat auch an Glühwein gedacht. Ich weiß gar nicht, was das immer soll. Da kommt vielleicht der Nebenredaktion, jedem anderen würde morgens irgendwie so ein Kaffee angeboten. Nee, uns wird gleich Glühwein angeboten. Ja, Kaffee haben wir auch. Ja, sehr schön. Wir sind ja mit der alten Wohnung sehr unzufrieden gewesen und waren so lange auf der Suche und ich brauchte neue Möbel, ich brauchte irgendwie was Neues und wollte, das ist ja auch ein bisschen alles umstellen und so. Also wenige Sachen haben wir mitgebracht. Du arbeitest nämlich hier auch. Genau. Und das Arbeitszimmer, also auf das bin ich natürlich schon sehr gespannt, weil du redest ja ganz oft in Leichter Leben auch davon, dass es bei dir natürlich schon auch die Spiritualität im Alltag gibt. Und du hast ein eigenes Zimmer, in dem du quasi deine Beratungen machst, in dem du auch unter anderem kreativ arbeitest, Hexenkalender, also all die Dinge, die du ja auch ins Leben gerufen hast. Ja, und die meisten meiner Hobbys finden auch dort statt, genau. Stricken. Stricken findet hier statt. Aber genau. Sitzt denn dann da deine Mama auch immer am Telefon? Ja. Also das ist der Raum, wenn man zum Beispiel den Hexenkalender bestellt, dann klingelt auch genau. Hier wirklich das Telefon. Ja. Und wir wissen gleich, wo das Ganze stattfindet. Denn das Arbeitszimmer von Stefanie Gralewski, das gucken wir uns natürlich auch gleich an. Gibt es bestimmt auch viel zu sehen. Ja. Ja. Was ist jetzt hier bei diesem Altar für dich so eine ganz große Wichtigkeit? Die Kerzen brennen, also die hast du wirklich auch immer an. Also ich habe die natürlich nachts nicht an. Ja, ne? Das ist eh klar. Aber wenn ich an den Altar gehe, also es ist nicht so, dass ich jetzt hier von morgens bis abends am Altar sitze. Das ist nicht der Fall. Aber es ist für mich schon wichtig, eine Morgenroutine zu haben, eine Abendroutine zu haben, Gebete zu sprechen. Mein Kraftplatz ist das ein Stück weit... Ja, der sich immer ein bisschen, verändert. Also so wie er jetzt aussieht, muss er nicht zwangsläufig morgen aussehen. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Jahreszeit wir gerade haben, was für eine Zeitqualität wir haben, was ich gerade gemacht habe, worauf ich gerade Lust habe. Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Also du bist ja zu Hause und dein Mann, wie gesagt, ja auch. Aber wenn du morgens so aufstehst, also viele beginnen den Tag mit einer Meditation oder sonst irgendetwas. Also gibt es auch so Rituale, die du tagtäglich eigentlich für dich machst? Naja, also bei mir ist es so, ich fange nicht gleich an zu meditieren. Ich gehe erstmal ins Bad und muss mich immer fertig machen. Ich muss erstmal im Tag ankommen. Ich stehe ja oft auch früh auf und dann gehe ich in mein Büro. Und dann habe ich auch noch niemanden gesprochen. Mein Mann steht manchmal nach mir auf, meine Kinder schlafen dann noch und dann habe ich hier Ruhe. Und dann schließe ich die Tür und dann bin ich hier ganz für mich. Und dann habe ich eben Zeit für Rituale, für Gebete, um einfach im Tag anzukommen. Und dann wechsle ich sozusagen den Platz vom Altar zu meinem Schreibtisch hin und dann fange ich an zu arbeiten. Also, und dann geht das ungefähr so bis 19, 20 Uhr, manchmal auch länger, je nachdem. Und dann geht das quasi rückwärts. Also dann gehe ich wieder in meinen Altar, dann gibt es wieder... Für mich ist Dankbarkeit ein ganz großes Thema. Und im Normalfall bin ich über den Tag ganz fleißig und dann schließe ich das sozusagen ab. Die Einrichtung hier, also das hast du wahrscheinlich dir schon so auch ausgedacht, auch die Farben, also lila Spiritualität, also das ist schon auch eine Farbe, die du wegen der Spiritualität benutzt oder weil sie für dich auch so eine Art Kraftfarbe ist? Weil ich sie mag. Es hat bei mir nicht immer alles unbedingt magische Bedeutung. Allerdings hat sich das ganz gut ergeben. Das Lila kommt ja in meinem Logo auch vor und daher fand ich das ganz schön und wollte, dass es, also ich mag persönlich auch Lila total gerne. So schwarz und Lila sind halt meine Lieblingsfarben und weil schwarze Wände mag ich nicht. Dann mit Lila, in dem Fall. Also mit den Klassikern bist du natürlich auch umgeben. Ne? Der Hexenbesen, der darf natürlich auch hier in irgendeiner Form nicht fehlen als Arbeitswerkzeug. Das ist so ein richtiger Hexenbesen, oder? Das ist so muss er aussehen. So kann er aussehen. Hast du den selber gemacht? Nee, den habe ich geschenkt bekommen in einem Ritual oder nach einem sehr, sehr schönen Ritual habe ich den geschenkt bekommen. So kann ein Hexenbesen aussehen. Auch da gibt es kein richtig und falsch. Es gibt die haben sehr schön gedrechselten Stiel zum Beispiel. Das kriegt man hier, sowas kriegt man hier leider nicht. In den USA übrigens gibt es sehr schöne Hexenbesen auch zu kaufen. Du sagst ja auch immer, es gibt kein richtig oder falsch. Genau. Also jeder muss schon auch so nach seinem gewissen Bauchgefühl natürlich hören. Aber es gibt natürlich schon Hilfsmittel. Es gibt so ein paar Utensilien, die sehe ich jetzt auch hier zum Beispiel. Also Karten, die hier natürlich liegen. Ziehst du dir auch morgens so eine Art Tageskarte? Also das beginnt dann schon auch damit, ja? Genau, oder mit den Runen. Da hinten in dem Säckchen sind meine Runen drin, die ich für zu Hause verwende. Im Sender verwende ich ja Bergkristallrunen und für meine Beratung. Hier zu Hause auch, aber du darfst da auch, wenn du möchtest, ruhig mal reingreifen. Genau. Wie das daneben? Aber das ist meine Opferschale. Ich habe ja gesagt, Dankbarkeit und so weiter ist ganz wichtig und ein Altar ist halt einfach eine Werkbank. Ja? Das heißt, es darf auch mal was umfallen und es darf auch mal was unordentlich gemacht werden. Also da musst du dir keine Gedanken machen. Und das sind halt schwarze Runen, mit denen arbeite ich, wenn ich sonst privat arbeite. Genau. Du hast gerade jetzt... Genau. Ah, okay. Was habe ich jetzt für eine Tagesrunde gezogen? Das ist Gebo. Gebo steht für Liebe, aber für ein soziales Miteinander auf Augenhöhe. Sehr schön. Eine sehr kollegiale und liebevolle Rune. Ja, das freut mich doch. Ja, deine Kollegen vermutlich auch. Aber die wissen ja, dass es sehr kollegial und liebevoll bei uns zugeht. Tageskarten könnte ich jetzt auch eine ziehen, oder? Wenn du das möchtest. Ich möchte. Dann nimm. Gern. Du darfst die auch hochnehmen, mischen, du darfst wirklich, also fühl dich frei. Es gibt nur ganz wenig, was ich blöd finden würde. Das finde ich auch ganz schön. Also du bist ja nicht die erste Beraterin, die wir besuchen und bei jedem war wirklich die Tür offen. Also jeder hat wirklich gesagt, für uns ist es nur wichtig, kommt an, ihr müsst euch auf nichts irgendwie konzentrieren, fühlt euch einfach nur wohl. Das ist dir dann schon auch wichtig? Das ist mir auf jeden Fall wichtig und zumal es ist ja so, ihr wisst ja, ich fühle mich in der nordischen Mythologie zu Hause und bei den Germanen gibt es die 9 Tugenden und Gastfreundschaft gehört dazu. Und dementsprechend versuche ich natürlich, mich da auch auszurichten danach. Der Max darf die Tageskarte ziehen, weil... Der hatte noch keine. Nee, ach, der zieht in der Redaktion manchmal zieht er ja manchmal auch in der Redaktion, wenn wir endlich mal wieder in der Redaktion vereint sind, die Tageskarte. Das ist, oh, das ist aber eine sehr schöne Karte. Das ist Wunjo. Max und hat mal eine schöne Karte gezogen. Das ist eine richtig, Wunjo ist eine Wunscherfüllungsrune. Das sind ja Runenkarten. Und bei Wunjo geht es immer um Fülle. Das heißt, man darf sich trauen, sich die Fülle zu wünschen. Man darf sich von seinen Mitmenschen mal Dinge wünschen. Sich auch trauen, mal größere Wünsche zu wünschen und darf überrascht sein, was man eigentlich alles erfüllt bekommt. Ist eine schöne Karte für den Max, die er gezogen hat, denn das kann man an dieser Stelle ja auch erzählen. Er wird irgendwann leichter leben als Teammitglied, natürlich auch uns leider Gottes verlassen, hat aber Großes vor und hat gerade Bewerbungen losgeschickt. Sehr gute Zeit. Ja. Wo man sagt, hast du genau. gut gemacht. Gott sei Dank waren wir heute bei Frau Gralewski, gibt dir jetzt auch ein bisschen Sicherheit, genau. ne, Max? Hier ist auch der Ort, wo du natürlich nicht nur arbeitest, sondern zum Beispiel auch ja, dein kleines Unternehmen leitest. Mhm. Denn mittlerweile bist du ja nicht nur als Beraterin tätig, sondern ja, du hast auch so einen kleinen Hexenshop gegründet, wo man ein paar ja. Dinge natürlich ja, auch bekommen mini. Kann. Ganz genau. mini, den Hexenkalender. Also auch genau. den kann man übrigens noch bestellen. Wir ja. sind ja noch im Januar. Also das lohnt sich natürlich immer. Und natürlich auch die Kerzen. Und hier hinten ist das ganze Verpackungsmaterial. Yeah. Meine Wohnung ist schon so groß, immer noch zu klein. Ja, ich habe keinen Platz dafür. Das steht halt darum. Ja. Und hier sitzt du dann auch wirklich, oder wenn du bei Leichter Leben bist und den Hexenkalender vorstellst, sagen wir ja immer, deine Mama ist im genau. kleinen Familienunternehmen, ja. also dann sitzt du hier, also sitzt die hier und geht hier ans Telefon. Genau, sitzen wir dann. Und ansonsten sitzt du am Schreibtisch und führst ja. nette Gespräche. Ja. Hier, was ist das denn für ein tolles Buch? Ja, ist das ein Buch? Ja, das ist ein Buch. Ein sehr altes Buch mit sehr schönen Zeichnungen. Wenn du möchtest, darfst du das sogar anschauen. Na, das traue ich mich ja gar nicht anzufassen. Na, du bist wahrscheinlich haftpflichtversichert. Nein, Spaß. Da bin ich. Natürlich. Also du darfst das gerne. Ich nehme es einfach ja, so, ja, das fällt mir genau. jetzt nicht auseinander. Na, ja. Wenn du vorsichtig bist, nicht. Ich bin sehr vorsichtig mit sowas. Genau. Das Reingold. Genau, ja, das ist, guck, ein extra schon ein Kram. Ich habe aber manchmal Kram in meinen Sachen drin. Oh, das ist mein Katerli, der ist ja im Dezember gestorben. Oh. Genau. Ja, habe ich halt. In meinen Büchern ist immer Kram drin, wie ihr seht, ja. Auch so andere Bilder, genau. Egal, ja, nee, ich mag tatsächlich Wagner wahnsinnig gern. Ich mag generell klassische Musik, aber ich mag dann auch gern, wenn es ein bisschen lauter ist, was ja bei Wagner so der Fall ist. Meine Freundin hat mal gesagt, wenn man so Rockmusik und Metalmusik hört, dann kann man auch Klassik hören. Und das ist offenbar bei mir die Kombination. Also, du bist auch laute so, Musik, so laut, Hauptsache laut. Ja, und wie mein Mann sagt, Hottentottenmusik, genau. Mhm. Wie entspannst du, Steffi? Also gibt es da auch etwas, bist du auch jemand, der vom Fernseher zum Beispiel sich da triviale Sachen, ich weiß, dass du auch ein Dschungelfan bist, also können wir dieses Jahr gar nicht drüber reden, weil es ist so traurig. Es gibt so viel zu reden in diesem Jahr. Da ist mal wirklich so eine richtig gute Saison des Dschungels mal wieder. Ich habe so viel Spaß. Ich habe in der Staffel ja bis jetzt schon so viel gelacht, wie in keiner anderen zuvor. Es war ganz großartig. Nein, tatsächlich, sowas gucke ich schon ganz gern, so ein bisschen Trash im Fernsehen mag ich schon. Allerdings bin ich dann, wir gucken gezielter, das habe ich schon festgestellt, wir gucken also gezielter, mein Mann und ich schauen dann gemeinsam, keine Ahnung, mal ein paar Staffeln einer also, Serie dachte, oder jetzt kommt, so. Wir schauen ab und zu natürlich auch Arte und also ich guck ganz viel, also Dreisat gucke ich nicht so viel, aber tatsächlich Dokus gucke ich total gerne, so Geschichtsdokus und so, das mag ich schon sehr. Ansonsten habe ich halt Hobbys, ne, wie andere auch, ich horte Wolle. Genau, Stricken ist eins deiner Hobbys. Genau, und ich machst du das eigentlich mittlerweile auch so ein bisschen beruflich? Also, dass man bei dir anrufen kann und sagen kann, ich will heute gar keine Karten gelegt bekommen, sondern ich hätte gern einen dicken Wollpulli. Nee, das mache ich nicht, weil ich denke, dass man Handarbeit immer nicht so richtig bezahlen kann, weil da steckt so viel Arbeit, so viel Mühe, so viel Liebe, so viel Zeit. Aber für wen strickst du? Für Gabi Decker. Ah ja, mit ihrer Wohltätigkeit. Richtig, genau, mit ihrer tollen Stiftung, die sie hat. Und da stricke ich tatsächlich Socken, ganz viele Socken. Ansonsten mal eine Decke. Gerade, ich habe auch in meinem Büro immer Wolle liegen. Hier hinten sitze ich, manchmal brauche ich 5 Minuten, dann sitze ich an einer kleinen Decke für mein Büro. Also so eine Kuscheldecke halt. Und ansonsten, wie du, dein Blick schon geht schon in die richtige Richtung. Ich bin so ein Filofax-Junkie. Also das heißt so, Planer, ist also ein Kalender, ist für mich nicht nur ein Kalender, sondern auch Hobby. Hier sitzt sie, wenn sie zum Beispiel mit Ihnen auch telefoniert, wenn du natürlich auch als Questico-Beraterin tätig bist, aber nicht nur das machst du ja, sondern wenn es dann wieder endlich losgeht mit Leichter Leben im neuen Studio, dann bist du natürlich mit dem Hexenkalender auch wieder am Start. Genau, ich kann es kaum erwarten. Ich sitze dann auch hier und bereite alles vor. Ne? Also ich sitze dann schon am Schreibtisch. Kannst du mal die Karten legen auf den Februar, wie es jetzt so aussieht mit Leichter Leben? Oder eine Karte ziehen oder so? Na, das solltest du vielleicht machen. Was wolltest du mir zeigen? Eine ziehen. Nur einfach so für uns. Möchtest du das machen? Nee. Hast du Angst? Ich mach's. Warte, ich bin ja so ein bisschen leichter. Ich bin total entspannt. Also, ich sag, wir können es ja eh nicht ändern. Also wir würden gerne... Nee, du hast ja. Du bist ja auch leichter leben. Ja. Mit der Karte, egal wie, verabschieden wir uns. Es ist aber irgendwie ein Neuanfang, oder? Ja, das ist Lagos. Lagos ist die Geburt. Die Geburt von etwas ganz, ganz Wundervollem, was aktuell noch ein bisschen einen kleinen Moment Zeit braucht, aber dann wirklich zum Leben erwacht. Wenn es dann da ist und wir die Nabelschnur quasi durchtrennt haben, dann kann es richtig gut werden. Genau. Schöner kann man doch auch dieses Leichter Leben und Tour gar nicht beenden. Es hat ja alles sein Für und Wider. Also durch diese Zwangspause, die wir machten oder die wir machen müssen, haben wir die Gelegenheit, unsere Berater eben auch mal ganz privat kennenzulernen. Das ist das Schöne dran. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir dich im Studio bei Leichter Leben auch wieder begrüßen können. Ja, schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir sehen uns demnächst. Wahrscheinlich morgen schon wieder mit einer neuen Ausgabe von Leichter Leben und Tour. Also bleiben Sie uns treu und... wir gehen jetzt Kuchen essen, oder? Hat der Mann sonst umsonst in der Küche? Und Glühwein trinken. Oh, jetzt können wir schon langsam. Auch wieder schön, Studio zu haben, aber es war auch eine tolle Zeit, unterwegs gewesen zu sein. Du kanntest unsere Steffi natürlich nicht, aber sehr sympathisch, ne? Sehr sympathisch, auch eine Frau, die sich für Frauen stark macht, genauso wie unsere Katharina Heilen, die heute zu Gast ist. Wir werden uns gleich auch noch mal ein bisschen über diese Bücher unterhalten, die du mitgebracht hast, denn auch die haben etwas mit Erfolg zu tun. Warum du die rausgibst und wie man die Bücher bekommen kann, das erzählen wir Ihnen gleich. Ein Buch haben wir heute für Sie, weil wir gedacht haben, das passt auch sehr gut hier zum Thema, von Franziska Muri, die war neulich bei uns zu Gast und die hat über das Thema Selbstfürsorge gesprochen. Auch das ist ein wichtiges Thema, wenn es um Erfolg natürlich geht, und die 7 Geheimnisse des liebevollen Umgangs mit einem selber, ja, die verrät sie Ihnen. Allerdings müssen Sie uns erstmal etwas verraten, nämlich wieder wie immer eine wahnsinnig schwierige Rätselaufgabe lösen. Wir wollen nämlich wissen, Katharina Heilen, die spricht heute mit uns über A, die Generation Girl Power, oder B, die Generation Golf. Unter den eingeblendeten Telefonnummern wie immer zu erreichen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann es auch etwas teurer werden. 10 Minuten ungefähr haben Sie noch Zeit anzurufen und 18 Jahre sollten Sie sein. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Dinge zu notieren, sich seine eigene kleine Erfolgsgeschichte zu schreiben, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich habe ein bisschen recherchiert ja auch über dich, und du sagst ja auch, also wir haben oftmals im Leben viel zu viele Ziele, viel zu große Ziele. Manchmal sollten wir die auch ein bisschen runterbrechen und vielleicht eben uns von den kleinen, schönen Dingen, die uns gelingen, an denen erfreuen und daraufhin den großen Weg ansteuern, oder? Absolut. Manchmal ist es so, dann haben wir so ein großes Ziel vor Augen und denken, wir können das gar nicht erreichen und lassen dann das Ziel dann wieder oder den Traum dann wieder fallen. Und das ist eigentlich viel zu schade, weil man kann eigentlich jeden Traum erfüllen, nur man muss es halt machbar gestalten. Und deswegen habe ich dann eben die Notizbücher gestaltet mit 3 verschiedenen Covern. Von innen sind sie alle gleich. Vorne gibt es dann ein paar Fragen, die sich so ein bisschen mit dir selbst beschäftigen und dir helfen, in die richtige, also dein Mindset so ein bisschen einzustimmen, dich besser kennenzulernen. Und hinten ist eben ganz viel Platz für die eigenen Notizen. Und das ist eben dazu da, um einfach die großen Träume in ganz, ganz kleine Schritte runterzubrechen, damit man auch mal anfangen kann. Weil da hapert es ja oft, wenn man dann eben diese riesen Ziele vor Augen hat, denkt man, man schafft es nicht. Aber wenn man sich die dann ganz klein Step by Step aufschreibt und wirklich machbare in machbare Schritte aufteilt und auch notiert, dann kann man auch eben die kleinen Erfolge feiern und hat auch schon auf dem Weg bis zum großen Ziel ganz viel Freude. Sein eigenes Erfolgsjournal zu schreiben, du hast eins geschrieben als E-Book, das kann man auch bekommen und da gibst du auch viele Tipps weiter, also ist es so ähnlich wie das, was man auf dem Blog von dir auch als Motivation bekommt? Genau, tatsächlich war das E-Book ursprünglich eine kleine Challenge auf meinem Blog, so fing alles an, da habe ich dann eben die großen Themen wie Liebe, Motivation, Mindset, Leidenschaft, ja, die großen Themen habe ich dann eben abgearbeitet sozusagen in so kleinen Steps mit kleinen Übungen, die man dann, wo man dann rausfinden kann, wo stehe ich eigentlich und wo möchte ich hin. Und so fing der ganze Blog eigentlich an mit diesen Kapiteln. Und ich fand das immer so schade, weil die dann doch irgendwo verschwinden und man klickt sich ja nicht immer bis zur letzten Seite durch unbedingt. Und habe dann gedacht, ich mache daraus ein richtig schönes, kompaktes E-Book, was dann eben doch ein bisschen länger geworden ist, über 35 Seiten sind. Aber da findet man eben alles komprimiert, dann eben natürlich noch mal ein bisschen umgeschrieben. Auch mit einer ganz, ganz langen Bücherliste, also mit Büchern, die auch von Frauen geschrieben wurden und die einen danach so ein bisschen weiterhelfen, noch weiter inspirieren können. Ja, genau, so fing das eigentlich an, die Idee zu dem E-Book. Und da findet man jetzt ganz komprimiert alle Infos und so ein paar kleine Tipps und auch Übungen. Also so kleine Worksheets sind da drin, da kann man dann seine eigenen Sachen auch eintragen. Und alles findet man natürlich auch auf deiner Seite. Wenn man Katharina Heilen eingibt, dann kommt man auch relativ schnell über Google wirklich auch auf deine Homebase, wo man Informationen bekommt, wo du Erfolgsgeschichten von anderen wirklich tollen Unternehmerinnen, tollen Frauen zeigst, die mit dir darüber gesprochen haben, Mut machen. Hier sehen wir es gerade, also sehr, sehr schön gemacht und da kann man sich natürlich viel, viel mehr Informationen auch zu deiner Arbeit holen. Wie sieht deine Erfolgsgeschichte weiterhin aus, Katharina? Also du bist ja noch am Studieren, das heißt, wo sind deine Ziele, wo sind deine Pläne? Ja, also mein großes Ziel ist es, mein Studium abzuschließen im Winter hoffentlich. Ich schreibe jetzt nur noch meine Masterarbeit und dann bin ich durch. Ich studiere nämlich Medien- und Kulturanalyse in Düsseldorf. Genau, und wenn das dann vorbei ist, dann mache ich mich als Texterin und Bloggerin selbstständig. Bin jetzt auch schon dabei, aber dann soll es eben richtig losgehen, dass ich eben nicht nur Text für meinen eigenen Blog und für die Social-Media-Kanäle schreibe zum Thema Female Empowerment, sondern auch für Unternehmen, auch aus der Mode- und Beauty-Branche, aber auch, ich habe auch schon zu einem Online-Kurs, einen spirituellen Online-Kurs getextet, also die Seite eben getextet. Da in die Richtung geht es dann. Also ja, da wird noch einiges passieren, da werden wir einiges noch von dir hören. Katharina Heilen, wenn Sie Interesse haben, wenn Sie sich auch mal ein bisschen stärken wollen von einer jungen Frau mit einer starken Persönlichkeit, dann gucken Sie mal bei ihr im Internet vorbei. Also ich finde, es lohnt sich natürlich auch zu folgen bei Instagram und natürlich auch via Facebook. Ich bin mir sicher, man sieht sich ja immer öfters im Leben und wenn du dann mit deinem Studium fertig bist, dann kommst du einfach wieder vorbei und erzählst, wie das Bloggerleben sich so verändert hat und was so alles noch weiterhin passiert ist. Jetzt gucken wir noch mal gemeinsam auf den Spruch des Tages, bitte sehr. Wir als Frauen dürfen uns gegenseitig supporten. Absolut richtig. Sollten wir vor allem auch. Dürfen wir nicht nur, sondern sollten wir auch. Und hier haben wir eine junge Dame, die uns dabei hilft. Also mehr Informationen zu dir natürlich auch wieder bei uns auf unserer Facebook-Seite. Viel Spaß noch in Berlin. Fashion Week ist angesagt. Da wirst du jetzt als nächstes wieder drüber laufen. Genau. Genieße diese Zeit. Genießen Sie den Nachmittag. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Sie wissen ja, gleiche Stelle, gleiche Welle. 14 Uhr, leichter Leben. Bis dahin, machen Sie es gut. Alles Liebe. Tschüss und Servus. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke.